South Park. Eine Serie, die seit über 2 Jahrzehnten dafür bekannt ist, Grenzen zu überschreiten und den Zuschauer mit ihrem oft derben Humor zu schockieren. Auf dem ersten Blick scheint es so, als gehe es bei diesem Cartoon nur um billige Lacher und absurde Handlungen, in denen niemand verschont bleibt. Doch hinter den vulgären Witzen und den provokanten Anspielungen verbirgt sich oftmals eine scharfsinnige Botschaft an unsere Gesellschaft. Und genau das macht South Park so einzigartig. Was einige übersehen ist, dass die Serie auf geschickte und oft unerwartete Weise tief in die Psyche unserer modernen Welt eintaucht. Von den mentalen Belastungen durch sozialen Druck, über die Auswirkungen von sozialen Netzwerken, bis hin zu komplexen politischen und moralischen Fragen. South Park nimmt sich all dieser Themen an, indem sie sie in humorvolle, aber zugleich tiefgründige Episoden verpackt. Die Serie funktioniert wie ein Spiegel, der uns vorgehalten wird, damit wir die Absurdität der Gesellschaft besser erkennen. Ob es um die übertriebene Sensationslust der Medien oder die zunehmende Abhängigkeit von Technologie geht, South Park macht deutlich, dass hinter jedem Witz eine Wahrheit steckt. Und diese Wahrheit trifft manchmal härter, als es eine reine Satire je könnte. In diesem Video werde ich aufzeigen, wie es South Park schafft, wichtige gesellschaftliche Themen wie psychische Gesundheit, soziale Probleme und den Einfluss der digitalen Welt in ihrer Erzählweise zu integrieren, oft auf eine Art, die man im ersten Moment nicht erwartet. Also, tauchen wir ein in die Ebenen dieses ikonischen Cartoons und entdecken, warum South Park viel mehr ist als nur eine einfache Comedy-Show. Depressionen gehören zu den häufigsten und gleichzeitig am wenigsten verstandenen psychischen Erkrankungen. Trotz ihrer Verbreitung wird das Thema oft stigmatisiert oder heruntergespielt, was Betroffene isoliert und das Verständnis für ihre Situation erschwert. Genau deshalb ist es so wichtig, Depressionen realistisch darzustellen und offen darüber zu sprechen. Popkultur, insbesondere Serien wie South Park, spielen dabei eine entscheidende Rolle. Sie können das Bewusstsein für diese ernste Thematik schärfen, indem sie die emotionalen und sozialen Herausforderungen von Depressionen auf greifbare Weise zeigen und das in einem Format, das Millionen erreicht. Wie es auch in der Folge namens Arschburger der Fall ist. Die Handlung beginnt mit Stans 10. Geburtstag, einem Tag, der eigentlich voller Freude und Aufregung sein sollte. Doch für Stan entwickelt sich dieser besondere Tag schnell in das Gegenteil. Alles, was ihm früher Freude bereitet hat, verliert plötzlich seinen Glanz. Musik klingt für ihn nur noch wie nerviger Lärm, sein Lieblingsessen schmeckt fade und selbst Gespräche mit seinen Freunden werden zur Qual. Diese schleichende Veränderung seiner Wahrnehmung stürzt Stan in einen düsteren Zustand. Er wird zynisch und bitter. Statt die Dinge zu genießen, fängt er an, sich über alles und jeden zu beschweren. Seine Freunde, die ihn sonst gut kennen, wissen nicht mehr, wie sie mit ihm umgehen sollen, weil seine Art einfach sehr negativ ist. Kyle, also sein engster Freund, versucht zunächst ihm beizustehen, doch auch er stößt an seine Grenzen. Stans ständige Negativität wird unerträglich und nach ziehen sich seine Freunde zurück. Diese Isolation macht es für Stan nur noch schlimmer. Statt Hilfe und Verständnis bekommt er das Gefühl, dass er sich ändern muss, um wieder akzeptiert zu werden. Und ja, diese Botschaft verstärkt seine Einsamkeit und das Gefühl, dass ihn niemand wirklich versteht. Seine Welt wird also immer dunkler. Dann kommt der nächste Schlag, die Scheidung seiner Eltern. Sein Vater Randy erklärt den Leuten, dass Stan höchstwahrscheinlich für die Scheidung seiner Ehe verantwortlich ist. Ich weiß, witzig. Aber was hier für die Zuschauer natürlich wie ein harmloser Witz verpackt wird, ist für Stan Realität. Er befindet sich sowieso schon an einem emotionalen Tiefpunkt und wird von seinen Ängsten dann durch solche Aussagen weiter ins Loch geworfen. Dieser familiäre Bruch nimmt ihm den letzten Rest Halt. Obwohl er weiter zur Schule geht und äußerlich funktioniert, ist er innerlich völlig abgekapselt. Niemand scheint zu verstehen, was wirklich in ihm vorgeht. In seiner Verzweiflung sucht Stan nach Antworten und wendet sich an eine Gruppe von Leuten, die behaupten, die Lösung für seine Probleme zu kennen. Doch anstatt ihm wirklich zu helfen, nutzen diese Menschen seine Schwäche aus. Sie manipulieren ihn und bringen ihn dazu zu glauben, dass Alkohol die Antwort auf seine Probleme sei. Das führt Stan nur weiter in die Abwärtsspirale. Alkohol und Zynismus trennen ihn immer mehr von der Realität. Kyle, der die Entwicklung seines Freundes mit Sorge beobachtet, versucht erneut, ihm zu helfen.
Er gibt Stan den Rat, manchmal eine unerwartete Abzweigung im Leben zu nehmen, anstatt an der Vergangenheit festzuhalten. Doch Stan will einfach, dass alles wieder so wird, wie es früher war. Veränderungen zu akzeptieren fällt ihm schwer. Am Ende der Episode kommt jedoch der Wendepunkt. Stan erkennt, dass es sinnlos ist, sich an das festzuklammern, was einmal war. Er wird nun mal älter. Veränderungen sind Teil des Lebens, ob wir wollen oder nicht. Diese Einsicht hilft ihm, seine Depressionen allmählich zu überwinden und wieder Hoffnung für die Zukunft zu finden. Stan lernt, dass er das Leben nicht kontrollieren kann, aber dass es in der Akzeptanz des Wandelns neue Möglichkeiten gibt. Die Folge Arschburger vermittelt hier eine kraftvolle Botschaft. Depressionen sind nicht für immer. Man kann sie überwinden, wenn man bereit ist, sich den Herausforderungen zu stellen und sich von negativen Einflüssen zu distanzieren. Falsche Freunde und kurzfristige Lösungen wie Alkohol machen alles nur noch schlimmer. Stattdessen muss man lernen, sowohl Traurigkeit als auch Freude als Teil des Lebens zu akzeptieren. Stans Geschichte zeigt uns, dass es okay ist, traurig zu sein. Diese Gefühle sind ein natürlicher Teil des Menschenseins. Es ist kein Zeichen von Schwäche, sondern ein Zeichen dafür, dass man lebt. Und nur wer beides zulässt, Traurigkeit und Freude, kann ein wirklich erfülltes Leben führen. Nachdem wir gesehen haben, wie South Park das Thema Depressionen auf mehr oder weniger subtile, aber kraftvolle Weise behandelt, wenden wir uns nun einem weiteren wichtigen Aspekt unserer modernen Gesellschaft zu, den sozialen Netzwerken. South Park beleuchtet in mehreren Episoden, wie soziale Medien unser Selbstbild und unsere Beziehungen prägen können. In der Folge Der Hobbit steht Wendy Testerburger im Mittelpunkt, die sich ja ausgiebig gegen die Nutzung von Photoshop in sozialen Netzwerken ausspricht. Ihre Botschaft? Sich selbst zu akzeptieren, so wie man ist. Man könnte also denken, dass sie das Richtige tut. Doch das Bild trügt ein wenig. Obwohl sie zu Beginn der Folge eine starke Position gegen Oberflächlichkeit einnimmt und ihre Freundin Lisa verteidigt, nachdem diese wegen ihres Aussehens abgelehnt wurde, entwickelt sie sich zunehmend zu einer wertenden Person. Es ist ironisch, dass Wendy, die sich gegen den Perfektionswahn der Social-Media-Welt stellt, selbst andere für deren vermeintliche Unzugänglichkeit kritisiert. Zum Beispiel sagt sie, dass Kim Kardashian in echt eigentlich einen Hobbit-Körper hat und sich nur durch Photoshop so perfekt darstellt. Wendys Haltung ist natürlich irgendwo nachvollziehbar, doch sie offenbart eine Heuchelei, die wir alle in irgendeiner Weise in uns tragen. Sie verurteilt Menschen, die sich über die Makel und Fehler anderer lustig machen, und gleichzeitig kritisiert sie Prominente, die Photoshop nutzen, um ihre Bilder zu perfektionieren. Das Thema ist komplex, da beide Perspektiven ihre Berechtigung haben. Auf der einen Seite könnte man argumentieren, dass es schädlich ist, sich auf Social Media durch gefälschte Bilder oder Inszenierungen Anerkennung zu suchen. Man sollte sich authentisch zeigen, wie man halt wirklich ist. Andererseits könnte man sagen, dass Photoshop und das Kuratieren eines idealisierten Online-Profils eine Form künstlerischen Ausdrucks darstellen. Die zentrale Frage, die sich hier aber stellt, lautet: Ist es okay, sich auf Social Media falsch darzustellen? Meiner Meinung nach hängt dies vom Kontext ab. Künstlerischer Ausdruck kann als eine Art Schutzmechanismus dienen, um mangelnde Selbstliebe zu umgehen. Wenn ich mich selbst liebe, warum benötige ich dann Photoshop? Warum poste ich Bilder, die nicht authentisch sind, wenn ich mit meinem echten Ich zufrieden bin? In diesem Fall suche ich möglicherweise nur Bestätigung und verdränge, wie ich tatsächlich aussehe. Es gibt jedoch häufig Missverständnisse darüber, was Selbstliebe wirklich bedeutet. Es ist nicht falsch, Make-up zu tragen, Schmuck anzulegen oder Kleidung zu wählen, die uns gut fühlen lässt. Ebenso ist es nicht verwerflich, Bilder oder Videos zu posten, die wir teilen möchten. Jeder sollte seine eigene Art der Selbstdarstellung wählen dürfen, ohne dafür verurteilt zu werden. Eine Einsicht, die Wendy in dieser Episode nicht vollständig versteht. Ich verstehe Wendys Frustration. Sie empfindet die Welt voller Falschheit. Doch es gibt keinen Widerspruch zwischen einem idealisierten Bild von sich selbst und authentischem Ausdruck, solange man
man sich selbst dabei liebt. Was viele nicht verstehen ist, dass unser Körper lediglich eine Hülle ist. Was wirklich zählt, ist unsere Persönlichkeit. Viele Charaktere in dieser Episode, insbesondere Wendy und Butters, hätten gut daran getan, sich selbst im Spiegel zu betrachten und zu erkennen, dass wahre Schönheit in unserer Unvollkommenheit liegt. Die Narben, Pickel und Makel, die wir im Laufe des Lebens sammeln, machen uns menschlich. Und das ist schön. Die Bestätigung, die wir suchen, steckt bereits in uns. Wir müssen nur den Mut finden, sie uns selbst zu geben. Ein weiteres Beispiel für die Auseinandersetzung mit sozialen Netzwerken in South Park ist die Episode Du hast null Freunde. Diese Folge verdeutlicht, wie soziale Medien unsere Beziehungen verändert haben. Während Plattformen wie Facebook es uns ermöglichen, neue Verbindungen zu knüpfen, zeigt die Episode auch, wie schnell man isoliert werden kann, wenn die eigenen sozialen Interaktionen nur noch von Online-Freunden abhängen. Wahre Freundschaften gehen weit über die Zahl der Follower auf einem Bildschirm hinaus. Aber die Schöpfer von South Park wissen nicht nur, wie sie psychische Probleme und soziale Probleme ihren Zuschauern näher bringen. Sie sind auch wahre Genies darin, die verschiedensten Beziehungstypen darzustellen. Zum Beispiel die Dynamik einer toxischen Beziehung. Cartman und Heidi. Ja, die Beziehung stand von Anfang an auf wackeligen Füßen. Heidi entscheidet sich, Twitter und andere soziale Medien zu verlassen und wirft ihr Handy von einer Brücke. Cartman hingegen verliert seine Geräte, als die anderen Jungs ihn des Trollens beschuldigen. In dieser schwierigen Phase sucht Heidi den Kontakt zu Cartman, da sie seinen Kampf nachvollziehen kann. Die beiden entwickeln eine Freundschaft und beginnen schließlich eine Beziehung. Doch bereits hier zeigen sich erste Anzeichen einer toxischen Beziehung, insbesondere wenn man in Betracht zieht, dass Cartman ein typischer Narzisst ist. Zu Beginn ist Cartman überaus charmant. Er schmeichelt Heidi, indem er sie immer wieder als klug und witzig lobt. Auf dem ersten Blick könnte man das als echte Zuneigung interpretieren. Doch bei Cartman ist jedes Kompliment berechnend. Er baut Heidi auf, um sie später gegen sich verwenden zu können. Im Verlauf der Folgen zeigt sich, dass Cartman immer mehr manipulative und gaslightende Taktiken anwendet. Mit der Zeit wird Cartmans Verhalten gegenüber Heidi zunehmend rücksichtslos. Als er in der ersten Folge der Staffel 21 eine Alexa erhält, das ihm die Kontrolle gibt, die er von Heidi gewohnt war, zeigt sich Cartmans wahre Absicht. Er sieht Heidi nun als überflüssig an, da das Alexa-Gerät all seine Wünsche erfüllt. Cartman bleibt jedoch bei Heidi, um sein Ego zu stärken und um seine Kontrolle über sie zu behalten. Er genießt es, sie niederzumachen und manipuliert sie weiterhin. In der Folge offenbart sich Cartmans narzisstische Seite besonders durch Gaslighting. Er beschuldigt Heidi, emotional missbräuchlich zu sein und dreht die Realität so, dass er sich als Opfer darstellt. Diese Strategie lenkt den Fokus von seinem eigenen Fehlverhalten ab und lässt Heidi glauben, dass sie die Ursache der Probleme ist. Dies führte dazu, dass sich Heidi entschuldigt, obwohl sie nichts falsch gemacht hat. Im weiteren Verlauf der Handlung sehen wir, wie Cartman Heidi sogar mit Selbstmorddrohungen manipuliert, um sie zurückzugewinnen. Diese extrem manipulativen Taktiken setzen Heidi enormen emotionalen Druck aus und zeigen Cartmans verzweifelten Versuch, seine Kontrolle zu behalten. Später steigert sich seine Manipulation, indem er Heidi fälschlicherweise beschuldigt, ihn betrogen zu haben und sie immer weiter emotional und sogar psychisch missbraucht. Die Auswirkungen des Missbrauchs auf Heidi werden besonders deutlich, als Kyle versucht, ihr die toxische Natur ihrer Beziehung zu erklären. Sie offenbart, dass sie in einer verletzlichen Phase war, als sie mit Cartman anfing und sich deshalb nicht wehrte. Ihre Entscheidung, bei ihm zu bleiben, trotz der negativen Reaktionen ihrer Freunde, verdeutlichen, wie tief die Manipulation und der Missbrauch sie beeinflusst haben. Schließlich versucht Heidi, Cartmans Taktiken gegen ihn zu verwenden und entwickelt sich selbst zu einer Art narzisstische Manipulatorin. Dies führt zu noch intensiverem Missbrauch, was die tragische Eskalation der Beziehung verdeutlicht. Im Finale der Staffel 21 erkennt Heidi schließlich, was aus ihr geworden ist und bricht die Beziehung mit Cartman endgültig ab. Sie lässt sich nicht mehr von seinen Manipulationen beeinflussen und zieht einen Schlussstrich. Die Darstellung dieser Beziehung in South Park ist besonders eindringlich, da sie die psychologischen Mechanismen einer toxischen Beziehung realistisch und intensiv zeigt. Während Cartmans viele Vergehen oft humorvoll
humorvoll und schockierend inszeniert werden, wird die Beziehung zu Heidi auf eine Weise dargestellt, die fast schon schmerzlich authentisch wirkt. Dies regt dazu an, über die vielen Menschen nachzudenken, die ähnliche Erfahrungen in der Realität machen und möglicherweise nie zu der Einsicht kommen, die Heidi letztlich gewinnt. Wenn du dich in einer ähnlichen Situation befindest, zögere nicht, Hilfe zu suchen und dich aus der toxischen Beziehung zu befreien. Die zentrale Botschaft der Episode ist klar: Man kann Menschen wie Cartman nicht ändern. Also versuche es erst gar nicht. Unattraktivität. Ein Thema, das in der Folge die Liste behandelt wird. Es beginnt damit, dass die beliebten Mädchen der Schule eine Liste erstellen, die alle Jungs der Klasse von am hübschesten bis am hässlichsten bewertet. Kyle ist anfangs der Einzige, der die Liste für sinnlos hält und die anderen ermutigt, sich darüber keine Sorgen zu machen. Doch als die Liste veröffentlicht wird und Kyle auf dem letzten Platz landet, ist er tief getroffen. Zu allem Überfluss verspotten ihn all seine Freunde ständig wegen seines Rankings. Man könnte darüber diskutieren, ob es richtig ist, Menschen zu bewerten und in Kategorien einzuteilen. Doch der wichtige Punkt ist, wie Kyle auf diese Bewertung reagiert. Statt die Liste als unfair oder voreingenommen abzulehnen, akzeptiert er sie als die Wahrheit. Das zeigt ein grundlegendes Problem: den Mangel an Selbstliebe. Im Verlauf der Episode kommt Kyle jedoch zur Besinnung. Er erkennt, dass er und die anderen Kinder, die sich selbst hässlich fühlen, aufhören müssen, so zu denken. Diese Erkenntnis ist eine wertvolle Lektion. Jeder von uns kennt Momente, in denen er sich unwohl in seiner eigenen Haut fühlt. Kleine Veränderungen wie ein Haarschnitt oder ein Workout können oft Wunder wirken und das Selbstbewusstsein steigern. Natürlich könnte man argumentieren, dass Menschen mit einem attraktiven Äußeren Vorteile haben, da sie weniger Mühe aufwenden müssen, um Anerkennung zu bekommen. Doch wie Abraham Lincoln in dieser Episode betont, ist das Leben dieser Menschen nicht automatisch einfach. Wer sich zu sehr auf sein Aussehen verlässt und seine anderen Fähigkeiten vernachlässigt, kann langfristig auf Schwierigkeiten stoßen. Im Gegensatz dazu gibt es Menschen, die nie Anerkennung für ihr Äußeres bekommen haben. Diese Menschen mussten hart für jede Form von Aufmerksamkeit kämpfen. Diese Herausforderungen zwingen sie dazu, sich auf ihre Leidenschaften zu konzentrieren, was oft zu Erfolg führt. Das wiederum zieht Menschen und Beziehungen an, die auf tieferen Ebenen funktionieren und nicht nur auf Äußerlichkeiten basieren. Viele von uns sehnen sich nach Anerkennung, weil wir als attraktiv wahrgenommen werden wollen. Doch die Vorstellung, dass das Leben als schönster Mensch einfacher wäre, ist ein Irrtum. Wer sein Leben lang verwöhnt und ohne Disziplin lebt, trifft oft schlechte Entscheidungen und bereut es später, nichts Sinnvolles erreicht zu haben. Am Ende der Folge bekommt Kyle die Gelegenheit, die echten Ergebnisse der Liste zu sehen. Doch er entscheidet sich, sie zu verbrennen. Warum? Weil es letztlich nicht darauf ankommt, was andere über dich denken. Selbst wenn du dich als hässlich empfindest, gibt es viele Menschen, die dich attraktiv finden werden. Das Geheimnis ist, dass du selbst daran glauben musst, attraktiv zu sein. Wenn du möchtest, dass andere dich akzeptieren, musst du zuerst dich selbst akzeptieren. Denn das Konzept von hässlich und schön ist nur eine Illusion. Du bist von Natur aus schön. Liebeskummer. In Wir sind Gruftis, die dieses Thema behandelt, beginnt alles damit, dass die Jungs auf dem Schulhof Fußball spielen. Bibi kommt zu Stan und überbringt ihm die Nachricht, dass Randy mit ihm Schluss macht. Stan ist überrascht und verwirrt, während seine Freunde Bibi wegschicken und behaupten, dass es Stan egal sei. Doch in Wirklichkeit steht Stan wie gelähmt da. Sein Schock verwandelt sich schnell in Trauer und er wandert niedergeschlagen durch die Stadt, immer in der Hoffnung, Randy irgendwo zu sehen und sie würde sagen, dass sie doch wieder zusammen sein wollen. Doch sie kommt nicht. Im Laufe der Episode durchlebt Stan alle Phasen der Trauer, beginnend mit der Verleugnung. Er kann nicht akzeptieren, dass Randy nicht zurückkommen wird. Er sitzt im Regen auf dem Bordstein und weint. Er fühlt sich einsamer als je zuvor. Stan schaut auf ein Foto von Randy und fragt sich, was schiefgelaufen ist. Er hasst die Gefühle, die er durchmacht und wünscht sich nichts sehnlicher, als Randy zurückzugewinnen.
Dies führt uns zur nächsten Phase, dem Verhandeln. Stan bittet Kyle, mit Wendy zu sprechen und herauszufinden, warum sie Schluss gemacht hat. Wendy sagt, dass sie Stan mag, aber einfach keine Beziehung mehr will. Das reicht Stan jedoch nicht und er will, dass Kyle sie um klarere Worte bittet. Kyle weigert sich und fordert Stan auf, sich selbst poetisch auszudrücken. Stan versucht es und schickt Jimmy, um Wendy zu sagen, dass sie ihn inspiriert. Doch als auch das nicht funktioniert, erkennt Stan, dass es wirklich vorbei ist und fällt in die nächste Phase der Trauer. Die Depression. Stan liegt in seinem Zimmer umgeben von Müll und starrt an die Decke. Er ist so deprimiert, dass er nicht einmal weinen kann. Seine Freunde versuchen ihn aufzumuntern, doch er bleibt untröstlich. Er kann nicht verstehen, wie das Leben ohne Wendy einen Sinn haben soll. In einem Versuch, Stan auf andere Gedanken zu bringen, bringen ihn die Jungs zu Raisins, einem Ort, an dem junge Kellnerinnen die Jungs anflirten, um mehr Trinkgeld zu bekommen. Doch während Butters naiv glaubt, dass eine Kellnerin ihn wirklich mag, ist Stan von diesen Mädchen völlig unbeeindruckt. Er will nur Wendy. Stan beginnt, die Situation wieder in die Hand zu nehmen und rutscht in die Phase des Zorns. Er geht zu Bibi und verlangt, dass sie mit Wendy spricht. Bibi sagt ihm, dass er etwas Romantisches tun müsse, um Wendy zurückzugewinnen und schlägt vor, er solle mit einem Ghetto-Blaster vor ihrem Fenster stehen, wie in einem Film. Stan macht genau das, doch als Wendy aus dem Fenster schaut, steht Token neben ihr. Stan sieht, dass sie bereits weitergezogen ist und er fällt zurück in seine Depression. Parallel dazu entwickelt sich Butters naive Verliebtheit in die Kellnerin weiter. Er glaubt, dass ihre flirtenden Bemerkungen echt sind und bringt ihr Geschenke. Doch als er sie auf ein Date einladen will, sagt sie, dass sie beschäftigt sei und er sie nur im Restaurant sehen könne. Butters hält dies für den Beginn einer echten Beziehung, doch seine Eltern klären ihn schließlich darüber auf, dass die Mädchen nur für Trinkgeld flirten. Butters enttäuscht und am Boden zerstört, erkennt, dass die Kellnerin keine echte Beziehung will. Am Ende sitzt er niedergeschlagen im Regen und weint, genau wie Stan zu Beginn der Episode. Als die Goth-Kids, bei denen Stan inzwischen Zuflucht gefunden hat, Butters sehen, bieten sie ihm an, mit ihnen abzuhängen und düstere Gedichte zu schreiben. Doch Butters lehnt ab. Trotz seines gebrochenen Herzens liebt er das Leben immer noch. Stan ist verwirrt und fragt, wie Butters nach so einem Herzschmerz das Leben noch lieben kann. Butters erklärt ihm, dass Liebeskummer zwar schmerzhaft ist, aber auch ein Teil des Lebens und dass man die guten Dinge daran festhalten sollte. Diese Worte rütteln Stan auf. Er erkennt, dass das Leben trotz Schmerz lebenswert ist. Am nächsten Tag, als die Jungs wieder Fußball spielen, schließt sich Stan ihnen an. Auf Kyles Frage, was sich geändert habe, antwortet Stan, dass es zwar immer noch weh tut, aber er erkannt hat, dass es im Leben viele schmerzhafte Momente geben wird und er lernen muss, richtig damit umzugehen. Somit hat Stan die letzte Phase der Trauer erreicht, die Akzeptanz. Die Episode vermittelt die Botschaft, dass Liebeskummer und Schmerz unvermeidliche Teile des Lebens sind, die jeder durchmachen muss. Sie zeigt, wie Stan alle Phasen der Trauer durchläuft, bevor er schließlich erkennt, dass das Leben trotz Schmerz lebenswert ist. Die zentrale Lektion ist, dass man lernen muss, mit schwierigen Gefühlen umzugehen und weiterzumachen, anstatt in ihnen zu verharren. Butters positive Einstellung verdeutlicht, dass selbst nach einer Enttäuschung die Liebe zum Leben bestehen kann. Ja, South Park mag manchmal oberflächlich wirken, die nur auf Provokation und Schockmomente setzt. Doch wer genauer hinsieht, erkennt, dass die Serie auf erstaunlich intelligente Weise ernste Themen wie psychische Belastung, gesellschaftliche Zwänge und den Einfluss sozialer Netzwerke aufgreift. Es ist genau dieser scharfe gesellschaftliche Blick, der South Park seit Jahren zu einem relevanten Spiegel unserer Zeit macht. Ein Spiegel, der uns nicht nur zum Lachen, sondern auch zum Nachdenken bringt. In oftmals absurden Geschichten schafft South Park etwas, was nur wenige Shows gelingt. Sie unterhält, während sie uns gleichzeitig dazu auffordert, uns kritisch mit unserer eigenen Welt auseinanderzusetzen. Vielleicht liegt genau darin ihre wahre Stärke. Hinter der Fassade des Chaos und der Satire steckt eine tiefere Botschaft, die uns immer wieder dazu bringt, über die Dinge zu reflektieren, die uns alle betreffen. Und ja, das war's auch schon mit dem heutigen Video.
Video. An dieser Stelle will ich euch noch auf meinen Zweitkanal aufmerksam machen, denn dort habe ich nun eine Tierlist mit den besten und schlechtesten South Park Charakteren hochgeladen. Link in der Infobox und im Kommentarbereich, checkt es ab. Aber natürlich will ich mich auch noch beim Weißen Lotus für die Unterstützung bedanken. Danke an Dani Lenchen, Haku, Serafine Siedekum und Fax 1000.